Du hast krassen Zuber, aber... Ich hab Polizei! Moin, ihr Polizisten, Söhne und Töchtern, wie schaut's aus? Jo, heute gibt's mal den Subre PSP im Enforcer Skin. Spricht man das Zuber aus oder Zubre? Ich habe keine Ahnung, aber ihr denkt, ihr wisst, was ich meine. Ich werde es hier ähnlich handeln wie letztes Mal beim WWO Wilk, aus dem kurzen Grunde. Das ist ja quasi dieselbe Kiste, nur in grün. Hat Räder und darf nicht ganz nach vorne. Und ich habe hier auch schon viel versucht und kriege damit auch nichts Vernünftiges hin. Das heißt, ich werde ihn wieder vorstellen und dann im hier Testcenter nochmal ein bisschen zeigen. Der hat ja auch zwei Ausführungen, einmal mit dieser Kanone oder eben als reiner Raketenwerfer. Fangen wir mal an, erstmal mit dieser Version. Wie man sieht, irgendwie ein ganz netter Skin. Und da steht sogar 666 drauf. Ist also sehr gut, kann gar nicht anders sein. Wir machen mal hier weiter. Und zwar, hier haben wir die Kanone mit der optimierten Feueranlage, um die Zieldauer zu reduzieren. Es ist eine, jetzt muss ich kurz schauen, 105mm Kanone für AP und Hash-Geschosse. Oder, ich schalte auch mal um, dann sieht man das gleich schon mal, auf dem Raketenwerfer und RTGM-Kontrolleinheit, eben was die Ablenkung der Raketen, wenn sie auf dem APS stoßen, Soft-APS, ein bisschen verbessert, also einschränkt, dass die so weit abweicht. Blitzunterdrückungspaket habe ich noch nicht. Da muss ich noch jede Menge Quests für machen. Da komme ich gleich nochmal zu. Und den habe ich auch noch nicht. Quests. Nennt man das Quests? Ja doch, Season Quests. So steht es ja sogar. Nehmen wir das einfach mal so mit. Das gute Stück bekommt man. Damit fangen wir erstmal an. Man hat ja hier bei der Modusauswahl immer diese Tagesaufgaben und wie auch immer Wochenaufgaben. Und als allererstes, wenn man hier 300 Punkte zusammen hat, die kriegt man eben entsprechend, dann bekommt man den Zuber in seiner Standardversion. So wie er eben... Ich hab einen Faden verloren. Ihr wisst, was ich meine. Also man kriegt das Fahrzeug ohne nix. Weil... jetzt müssen wir da wieder hin, wie man gerade schon gesehen hat. Diese Module... Na gut, das hier kann man schon wahlweise am Anfang haben und die Module hier... Die Standardsachen hat man, aber eben hier, hier, dort und dort, die muss man sich eben freispielen, indem man weitere von den Missionen erfüllt. Und in diesem Fall waren es hier jetzt, glaube ich, jetzt wird ja nicht mehr angezeigt, das waren gar nicht so viele, 20, 25 vielleicht, aber muss ich jetzt wirklich lügen, waren nicht sehr viele. Und hier muss man dann schon 150 Quests erledigen, man sieht, ich habe 70 von 150 habe ich schon, dann wird das Ding freigeschaltet und bei diesem hier sind es sogar insgesamt 300. 70 davon sind frei, also das zählt immer für alle mit. Man muss nicht immer wieder von vorne anfangen. Das wäre ja auch ein bisschen blöd. Ja, so sieht er dann aus im Raketenwerfergewand. Irgendwie auch ganz lustig. Und hat zwei Typen Raketen. Einmal die hier. Ferngelenkte Antipanzerrakete, RTGM. Das ist halt eben die typische Heat-Rakete, sag ich mal. Mit einem Durchschlag von 630 mm und einem Schaden von 684 bis 1046. Was auf dem Tier 7 gar nicht mal so übel ist. Also da kann man schon was mit anrichten. Aber interessant wird es bei diesen Raketen. Wie man sieht, es sind ferngelenkte Antipanzerraketen, Angriff von oben. Machen vom Schaden her nicht so viel, 315 bis 482 und haben nur einen Durchschlag von 200 mm. Aber die machen folgendes, die fliegen über das feindliche Fahrzeug, was man anvisiert hat und explodieren über dem Dach. Und da am Dach meistens sehr wenig Panzerung ist oder eher dünnere, hat man da die Möglichkeit gut zu durchschlagen. Gut, der Schaden ist nicht viel, also man tut sich manchmal schwer überhaupt einen Gegner damit zu killen, aber um ein bisschen Schaden anzurichten, gar nicht verkehrt. Werde ich auch gleich im Testcenter noch zeigen. Ich baue den erstmal wieder um, weil ich gleich die andere Sim-Version zuerst zeigen will. Oder hätte ich auch lassen können, hätte ich auch andersrum machen können. Egal. So, jetzt kommen die üblichen Zahlen. Das Blinken hier, es ist ja einerseits ganz cool, aber auf dunklen Karten wird man echt blind. Da sieht man nur noch das Blinken und ganz furchtbar. Aber trotzdem sieht gut aus.
Man will ja auch was hermachen auf dem Battlefield, ne? Ja, so, in diesem Fall jetzt Schaden mit AP 500 im Durchschnitt. 450 bis 550 bei 650 mm Durchschlag. Das ist anständig. Wie gesagt, wir sprechen ja über Tier 7, da passt das dann schon. Eine Nachladezeit von 4 Sekunden. Ist okay, kann man natürlich auch noch drücken. Obwohl, nee, habe ich schon gedrückt. Ja gut, mit einem entsprechenden Kommandanten vielleicht noch, muss mal gucken. Aber in 4 Sekunden ist ganz okay. Wir kommen auf 7500 Schaden pro Minute. Das ist auch echt nicht übel. Und wenn wir mal HAP reinpacken, drehen wir das mal um. Die Nachladezeit bleibt gleich. Der Schaden fällt ein bisschen. Fällt? Moment. Kann mir ja nie merken, was ich erzähle. Ja, fällt leicht. Wo habe ich es kaputt gemacht? Oh. Ich bin völlig aus dem Konzept. Man sollte so früh am Tag nicht aufnehmen. Ihr wisst was, ihr habt ja gesehen, was Sache ist. Ich mache das jetzt weg, bevor ich mich hier noch mehr verhaspel. Meine Fresse. Ja, Schutz, wie typisch für so ein Fahrzeug, eben kaum vorhanden. Ne? Gegen leichtes Maschinenkanonengeballer reicht es vielleicht, aber auch nur gegen die Kleinen. Und ja, am besten so tun, als wenn man gar keine Panzerung hätte, dann passiert dann auch nicht so viel. Mobilität ist sehr ordentlich, 120 km/h Höchstgeschwindigkeit, aber auch in Verbindung mit dem synthetischen Öl, was das ja erhöht, und auch die Beschleunigung, auf 32 km/h in 4,05 Sekunden, das ist okay. Und ja, 20 Tonnen wiegt der Hobel, ist nicht allzu viel. Die Ortung, 38% Tarnung, ist auch wieder ein bisschen erhöht durch die Sabrina. Ich glaube, der liegt, ich hau jetzt mal einfach irgendjemand anders rein, hier, der einfach ihm mal, ist ja wurscht. Ja, 34% hat er in der Standardausführung und 420 Meter Sichtweite. Die Zielerfassung. Das ist ja eigentlich nur interessant, jetzt auch für diese Kanone, nicht für den Raketenwerfer. Und zwar eine Neigung von 7,5 Grad nach unten und 42 Grad nach oben. Abweichung von 0,085 bei HAP. Das ist eigentlich völlig okay. Ich habe es hier aber auch schon ein bisschen verbessert mit dem Mündungskontrollsystem V2 und dem Schützen. Ne? Ja, genau. Also sonst wäre das noch ein bisschen höher. Und wenn wir jetzt eben kurz die AP wieder mit reinnehmen, die ich gerade versehentlich hier rausgeschmissen habe, so, und die auf Platz 1 packen. Ja, sag mal, was ist hier denn los? Man wird nur sabotiert von der eigenen Munition. So, jetzt aber. Ne, dann fällt das Ganze auf 0,068 in diesem Setup und das ist schon ziemlich präzise, also das passt. Die Zielzeit mit 1,5 Sekunden ist auch echt nicht übel. Ja, und Turmschwenkung 55,62 Grad ist auch eigentlich super. Da kann man nicht viel Verkehr mitmachen. Sofern man mit dem Ding umgehen kann, ne? Das Thema hatten wir ja letztens und heute auch wieder. habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, das ist eigentlich so das Wichtigste. Als Sonderskill hat er Konzentration, da wird er dann halt ein bisschen präziser noch, die Feuerrate geht ein bisschen hoch. Dafür ist die Turmschwenkung und die Beschleunigung komplett reduziert, das heißt fahren kann man in dem Moment gar nicht und der Turm schwenkt auch relativ langsam, aber dafür ist man hochpräzise. Sollte man wahrscheinlich nur benutzen, wenn man wirklich sicher irgendwo steht und weiß, es kann nichts passieren. Ja, und das haben wir dann schon. Wie gesagt, der Enforcer-Skin, den kann man sich dazu holen für, ich glaube, 2500 Gold, wenn ich mich jetzt nicht versehe. Aber der ist rein optional. Ne? Macht ja auch nicht jeder so ein geblinkte Leiden. Also ich finde es lustig, aber es blendet auch ganz fürchterlich, wenn man auf dunklen Grad unterwegs ist. Dann hat man guckt ja so von hinten darüber und dann hat man dauernd so im Feld, wo man eben auch gucken will und so, immer diese blauen Lichter und das lenkt dann doch schon ganz schön ab. Müsste man abschalten können, das wäre schön. Wobei, dann bräuchte man den Skin auch nicht. Ne? Also es gehupft wie gesprungen. Kurze Rede, langer Sinn. Wir gehen nun ins Testgelände rein. Ich lade das mal direkt von hier aus. Fahrzeugtestgelände. Und trink so lange was. Prost! Boah, Orangenplörre. Kommt so wieder raus, Alter. Jo, da haben wir das Testgelände. Können wir nochmal in der Sonne sehen. Also optisch finde ich den gelungen. Ist wirklich ein schickes Teil irgendwie. Ne, kann man echt nicht motzen. Ich mag das sehr gern leiden. Ich stehe ja auf so ein bisschen abgefahrene Skins. Und ja, wir fahren erstmal ein bisschen im Kreis. Man sieht, Beschleunigung, ja, ist nicht der Hit. Aber auch nicht zu langsam jetzt. Wir können auch mal gucken, auf wie viel Tempo der kommt, wenn wir mal richtig ausfahren hier. Der sollte eigentlich deutlich über die 100 weggehen, relativ schnell. Oder auch nicht. Mal gucken.
Wir nehmen mal hier die lange Strecke. So, Kurve rum und ab dafür. Und jetzt mal gucken, was hier kommt. Los, gib Gas. So, 80 haben wir schon. Da haben wir die 90. Ja, flink ist er allemal. 100. Und gleich hört die Ketten die Map auf. Ja, gut. Dann reißen wir das Steuer mal rum. Huch. Also beweglich ist er ja, wenn er auf Touren ist, wa? Gut, kanonentechnisch. Ich zoome mal ganz rein. Eigentlich nichts Besonderes. Präzise ist er. 4 Sekunden Nachladezeit ist auch irgendwo okay. Oder 3,96 in diesem Fall jetzt wohl. Und wir wechseln mal die Munition auf die HEP- und HASH-Geschichte. Knall wie immer einen ins Dach. Also macht ganz gut Alarm. Ja, das macht schon Spaß. Hier den Warrior einen in den Hintern drücken. Wunderbärchen. Also wenn man den noch skillt vom Commander mit viel hier Crew-Schaden oder eben auch Modulschaden oder vielleicht sogar beides, könnte ich mir vorstellen, dass man da richtig viel Spaß mit haben kann. Ja, Crime hat er natürlich auch. Alles ganz standardmäßig. So, dann gehen wir jetzt eben wieder einmal zurück, Schlacht beenden und dann zeige ich euch das andere Waffensystem. Finde ich sogar ziemlich interessant, diese Top-Down-Raketen. Machen leider nicht ganz so viel Schaden. Aber, und das habe ich gerade eben noch ganz unterschlagen, ich baue das mal eben um. Wir gehen jetzt hier drauf. So, dann haben wir das umgebaut. Die Top-Down-Raketen haben was Schönes. Und zwar, wenn man jetzt ganz kurz guckt und ganz unten runter geht und das Autoziel suche, da steht da verstanden. Das heißt so viel wie, ich kann per Rechtsklick einen Gegner markieren. Und dann finden die Dinger ihren Weg, auch wenn ich mich bewege und fahre, solange der markiert bleibt. Oder beziehungsweise solange der offen bleibt und markiert ist von mir. Und das werde ich euch jetzt auch zeigen. Wir gehen wieder ins Testgelände. Da. Gucken uns nochmal schön das Ladebildschirm an. Ich trinke wieder was. Prost. Das schmeckt immer noch nicht besser. Oh, rübs. Ah. Los, lad hin hier. Ja, yeah, da haben wir's. Ja, in dem Fall sieht der ganze Kasten so aus. Auch ganz nett. Man kann sich auch schön irgendwo hinter verstecken. Ich weiß gar nicht, gibt es hier irgendwo so eine Ecke, wo man sich mal hinterstellen kann, um das zu demonstrieren? Ne, der Hügel da vorne, der ist nicht sehr hoch, oder? Obwohl, doch. Wir gucken mal, ob das geht. So. Zoome ich mal raus. Hup. Ja, wir stehen da ziemlich geschützt jetzt hinter, würde ich mal behaupten. Das sollte passen. Nur unser Kopf guckt oben raus. Ich zoome mal rein. Wir sehen nichts. Sehe ich den? Jawohl. Ich markiere ihn. Und ich fahre jetzt einfach mal. Ich habe die falschen Raketen ausgewählt, ne? Oh, Friesel. Nochmal von vorn. Ich stelle mich hier wieder hin. Der Turm ist natürlich nicht besetzt bei diesem Gerät. Da passt ja kaum einer rein. Los, komm, lad hin hier. Habt ihr jetzt die richtigen angeklebt, ne? Ja, müsste stimmen. Ich führe es erstmal so vor. Und zwar passiert Folgendes. Ich zoome mal rein, dass man sieht. Wunderbar. Seht ihr, wie die schön überm Dach explodieren? Das ist echt eine tolle Sache. Wir lassen jetzt noch einmal nachladen. Ich fahre so lange ein bisschen hier im Kreis. Und wie gesagt, man kann sich irgendwo hinterstellen und ist dann natürlich auch sehr gut geschützt. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. So, jetzt hat er gleich geladen. Jawohl. Jetzt loggen wir den da hinten mal eben ein. Und jetzt bewege ich mich. Ihr seht, der Turm bleibt auf ihm fixiert. Und jetzt kommt eben das Schöne, was nur diese Raketen... Ah, ich drehe mich zu schnell, ne? Ah ja, gut, drehen sollte man sie nicht so schnell. Ich feuere jetzt wieder eine Lage ab und fahre dabei weiter. Und wie man sieht, das funktioniert. Die Raketen fliegen hin. Und das ist eine tolle Sache, also kann man bestimmt was mit anfangen. Wir nehmen hier nochmal die anderen Raketen, die Standarddinger. Da hat man keine automatische Zielfunktion. Komm, mach hin. Wir haben doch keine Zeit. Los. Danke. Nö, das sind so die klassischen Heat-Raketen eben, die auch ordentlich Wumms machen. Und da ist es eben so, ich markiere ihn jetzt einmal. Und fahre ein bisschen rum.
Und dann fliegen die aber eben dahin, wo ich hinzeige. Das ist eben nicht automatisch. Muss man sich merken, sonst wundert man sich, dass man nichts mehr trifft. Ja. Und das war's auch schon zu dieser Kiste. Wie gesagt, meins ist es mal wieder nicht. Ich komme damit nicht gut zurecht. Interessant ist er allemal. Sieht auch in diesem Skin sehr gut aus. Und mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu geben. Vielleicht findet ihr den da interessant oder habt da gute Erfahrungen mit. Einfach mal in die Kommentare. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.